Weihnachten ist wohl einer der wichtigsten Feiertage für die Deutschen. Aber warum steht das religiöse Fest im Mittelpunkt? Welche Traditionen gibt es und was symbolisieren sie? Heute sprechen wir darüber mit Frau Bondarenko, Pröbstin der Propstei der Evangelisch-Lutherischen Kirche Europäisches Husten. Frau Bondarenko, guten Tag. Guten Tag. Frau Bondarenko, wir freuen uns, dass Sie heute mit uns sprechen können. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Warum ist Weihnachten für die Deutschen so wichtig? Wie hat sich Weihnachten als Fest in Deutschland etabliert? Ich denke, dass Weihnachten das wichtigste Fest in Deutschland ist wegen der christlichen Tradition. In der christlichen Kirche, der westlichen Tradition, sozusagen der katholischen Kirche und auch der lutherischen Kirche, ist Weihnachten das wichtigste theologische, liturgische, religiöse Fest und auch volkstümliches Fest. Und in der Kirche der östlichen Tradition, in der orthodoxen Kirche, ist Ostern das wichtigste Fest. Und ich denke, dass deshalb ist Weihnachten das wichtigste Fest in Deutschland, weil Deutschland der westlichen christlichen Kirche gehört. Und wir in der lutherischen Kirche, auch in Russland, feiern Weihnachten sehr groß. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Fest für uns. Welche Weihnachtstraditionen gibt es in Deutschland und was symbolisieren sie? Haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Und wenn ja, wie haben sie sich verändert? Ich kann auch von uns erzählen hier, der lutherischen Kirche in Russland, weil wir dieselben Traditionen wie in Deutschland haben. Aber in Deutschland gibt es wirklich mehr Traditionen als bei uns auch. In Weihnachten, Weihnachtstraditionen ist auch eine wichtige Tradition der Adventszeit. Weihnachten beginnt mit Adventszeit. Und es ist sehr rechtzeitig, dass wir dieses Interview in dieser Zeit haben, weil wir uns in unserer Kirche jetzt zur Adventszeit vorbereiten. Am 29. November beginnt Adventszeit. Adventszeit ist die Vorbereitung zu Weihnachten. Normalerweise haben die Familien, die Kirchen, die Gemeinden Adventskränze. Das sind die Tannenkränze, die auch geschmückt sind und sie haben vier Kerzen. Die Kerzen symbolisieren vier Wochen vor Weihnachtszeit. Jeden Sonntag zünden unsere Kinder eine Kerze an. Und das bedeutet, dass Adventszeit geht. Erster Advent, erste Kerze. Dann zweiter Advent, zünden Kinder zweite Kerze. Und wenn wir schon vier Kerzen haben, bedeutet das, dass die Weihnachtszeit jetzt sehr nah ist. Und bald feiern wir Weihnachten. Wir haben auch Tannenbaum als eine der wichtigsten Traditionen. Und zurzeit haben Weihnachtsbaum viele europäische Völker. Wir haben auch in Russland viele Tannenbäume. Und der Anfang der Tradition des Tannenbaumes gehört zu sehr alten Zeiten. Es gibt natürlich verschiedene Meinungen. Aber eine Meinung ist, dass schon die alten Germanen Weihnachtsbaum verwendet haben. Weil Tannen Symbol des ewigen Lebens ist, auch der Zeit. Und man macht Adventskranz auch aus Tannen. Tannen ist grün, immer grün. Und deshalb gibt es auch ein sehr berühmtes Weihnachtslied, O Tannenbaum. Und wir singen in diesem Lied, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur in Sommerzeit, nein, auch in Winterzeit, wenn es schneit. Das bedeutet, dass das Grüne der Tannenbäume ewiges Leben und auch Treue, treue Liebe bedeuten. Deshalb hat Martin Luther entschieden, in seiner Zeit, in der Zeit der Reformation, auch Tannenbaum in der Kirche zu verwenden.
Vor Martin Luther im 16. Jahrhundert gab es keine Tannenbäume in der christlichen Tradition. Es gab volkstümliche Traditionen. Das Volk hat Tannenbäume verwendet, aber das war noch nicht christlich. Und Martin Luther hat entschieden, dieses Symbol auch in der Kirche zu verwenden, weil er dachte, dass es sehr interessant, auch modern in seiner Zeit und auch schön ist. Er ging in den Wald und brachte Tannenbaum in sein Haus. Das war schon nach der Reformation und er war jetzt nicht mehr katholischer Priester, sondern lutherischer Pastor. Er hatte jetzt Familie und er brachte zu seinen Kindern in seine Familie, in sein Haus Tannenbaum und schmückte ihn. Und er sagte, dass das jetzt eine neue Tradition ist, das bedeutet Reich Gottes. Das Reich Gottes ist genauso schön wie Tannenbaum, geschmückt am Weihnachten. Und auch treue Liebe von Jesus Christus ist auch wie grüner Tannenbaum, der auch in Winterzeit grünt. Und seit dieser Zeit begannen die Lutheraner ihre Häuser, Gemeinden und Kirchen mit Tannenbäumen zu schmücken. Und später, im 20. Jahrhundert, schmücken jetzt alle europäischen Völker und auch verschiedene Kirchen ihre Gebäude mit Tannenbäumen. Aber der Anfang gehört der lutherischen Tradition. Welche Weihnachtstraditionen sind nach Russland aus Deutschland gekommen? Wann ist es geschehen? Wie haben sie sich weiterentwickelt? Wir haben fast dieselben Traditionen hier in Russland. Sie können sie sehr gut sehen. Wir laden Sie auch in unsere Kirche ein, besonders in dieser Adventszeit. Wir haben schon Adventsstern. Wenn Sie zu unserer Kirche näher kommen, dann sehen Sie Adventsstern, gelben Adventsstern auf der Wand unserer Kirche. Und auch drinnen in der Kirche haben wir noch einen Adventsstern. Adventsstern ist auch eine alte Tradition, kommt aus Herrnhuter-Tradition. Das war eine Bewegung in der lutherischen Kirche, pietistische Bewegung. Und sie dachten, dass es auch nicht nur Schmuck für die Gebäude, sondern auch Symbol ihrer Theologie war. Adventsstern symbolisiert Stern in Bethlehem. Stern, der den drei Königen den Weg zu Jesus Christus, dem Heiland, gezeigt hat. Deshalb verwenden Christen in Deutschland Adventsstern in ihren Häusern, in ihren Wohnungen, in den Kirchen. Und man hat uns auch hier Adventsstern aus Sachsen geschenkt. Und das ist auch Symbol unserer Freundschaft zwischen Russland und Sachsen als Land Deutschlands. Dann haben wir auch Adventskranz mit vier Kerzen. Das ist auch eine Tradition, die aus Deutschland gebracht war. Tannenbaum, aber Tannenbaum wurde überhaupt nach Russland aus Deutschland gebracht, nicht nur zu Lutheranern, sondern im Großen und Ganzen nach Russland. Die Leute haben jetzt Tannenbäume überall, aber das ist auch ursprünglich deutsche Tradition. Dann deutsche Lieder, Weihnachtslieder wurden auch nach Russland gebracht und wir singen sie alle in der Adventszeit und am Weihnachten in unserer Kirche. Das sind Stille Nacht zum Beispiel oder O Tannenbaum oder O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Diese Lieder singen wir auch hier in Russland, aber meistens jetzt in der russischen Sprache. Sie wurden übersetzt, weil unsere Gemeindeglieder nicht mehr Deutsch sprechen, nicht alle. Und deshalb haben wir Gottesdienst auf Russisch und Lieder auch meistens übersetzt. Aber die Lieder selbst sind die weihnachtliche Tradition, die aus Deutschland gebracht wurde. Ich weiß nicht, ob wir diese Traditionen weiterentwickelt haben. Ich denke nicht. Wir haben sie genauso wie in Deutschland. Und viele Sachen bringen wir auch aus Deutschland, um unsere Kirche zu verzieren. Zum Beispiel diese Adventssterne oder Adventskalender. Ja, das ist noch eine Weihnachtstradition, die jetzt nicht nur in unserer Kirche, sondern auch überhaupt in Russland gebraucht wird.
Ich denke, Sie haben gesehen, in vielen Geschäften in Moskau verkauft man viele Adventskalender. Kalender mit Türchen und jedes Türchen bedeutet einen Tag in der Adventszeit. Und die Zeit fängt vom 1. Dezember an und es gibt 24 Türchen. Und man steckt hinter diesen Türchen verschiedene kleine Geschenke für Kinder oder Schokolade. Und es ist lustig, diese Türchen zu öffnen jeden Tag und auch auf Weihnachten warten. Das ist auch eine Tradition, die zuerst in die lutherische Kirche aus Deutschland gebracht wurde, aber jetzt ist überall bekannt. Es ist sehr interessant. Danke schön. Und warum wird Neujahr in Russland groß gefeiert und in Deutschland kaum? Oder zumindest nicht vergleichbar mit dem Weihnachtsfest? Es ist eine sehr interessante und historische Frage. Vor 1917, vor der Revolution, feierte man in Russland Weihnachten genauso wie in Deutschland. Weihnachten war auch ein großes Fest, aber nicht so groß wie in Deutschland, weil ich schon gesagt habe, das hängt von der Kirchentradition ab. In der östlichen Kirche ist das Ostern das wichtigste und größte Fest. In der westlichen christlichen Tradition ist es Weihnachten. Natürlich feiern die Orthodoxen und die Lutheraner zusammen Weihnachten und Ostern, beide Feste. Aber Wichtigkeit ist verschieden. Weihnachten ist wichtiger für die westliche Kirche und Ostern für die östliche. Aber es gibt auch einen anderen Grund. Vor 1917, in der Winterzeit, wurde Weihnachten auch das größte Fest, auch in Russland. Alle Winterfeiertage fingen vom Weihnachten ab und man feierte Weihnachten und Neujahr. Aber das Neujahr war ein ruhiges Familienfest, nicht so groß gefeiert. Nach 1917 begann man gegen die christliche Tradition zu kämpfen. Die Kirchen wurden geschlossen und christlicher Glaube wurde verboten vom Staat. Deshalb wurde Weihnachten und auch Tannenbaum verboten. Man sagte, dass es sehr bürgerlich war und die Arbeiter und Bauer Tannenbaum und Weihnachten nicht brauchen. Danach gab es auch einige Zeit, als Tannenbaum total verboten wurde. Und man wurde verhaftet, wenn man Tannenbaum in seinem eigenen Haus ausstellen möchte. Aber in den 30er Jahren dachte der Staat, dass man trotzdem Winterfeiertage brauchte, aber nicht Weihnachten, weil es kirchlich und christlich war, sondern das Neujahr. Deshalb begann man in der Sowjetunion das Neujahr größer zu feiern und Weihnachten war verboten. In den 90er kam die Zeit der Freiheit und der Demokratie nach Russland und wir haben wieder auch Freiheit des Glaubens. Man kann entweder glauben oder nicht glauben in Russland und man kann auch Konfession wählen, orthodox oder katholisch oder lutherisch sein. Und jetzt gibt es Freiheit, man kann beide Feiertage, Weihnachten und das Neujahr feiern. Aber nach diesen Sowjetzeiten ist natürlich das Neujahr beliebter im Land, weil es schon auch eine alte Tradition ist. Dankeschön. So, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn Sie sich für Weihnachten interessieren, dann kommen zu uns. Kitai-Gorod, Starosadzki Periulok. Hier in der Lutherischen Kirche haben wir alle diese Traditionen. Jetzt bereiten wir uns vor. Wir haben den Adventsstern schon ausgestellt, ausgehängt. Und bald kommt Tannenbaum auch. Normalerweise
haben wir Tannenbaum vom zweiten Advent. Und der zweite Advent in diesem Jahr ist der 6. Dezember. Der 6. Dezember ist auch Nikolaustag, noch eine deutsche Tradition, die bei uns in Russland nicht so groß gefeiert wird. Man erinnert sich daran, dass es Nikolaustag gibt, aber nicht mehr gefeiert. Aber in Deutschland feiert man Nikolaustag auch sehr groß. Das ist Kinderfest. Kinder bekommen Geschenke an diesem Tag. Und sie haben Socken, große Socken. Man verkauft übrigens solche Socken jetzt auch in Russland. In Deutschland auch kauft man solche Socken und verbirgt dort Geschenke für Kinder. Und am 6. Dezember, am Morgen, finden Kinder dort kleine Geschenke. Das ist auch eine alte Weihnachtstradition. Und sehr interessant, dass in manchen Gebieten wurde Sankt Nikolaus zu Weihnachtsmann. Wir haben Weihnachtsmann am Neujahr und die Deutschen haben Nikolaus am Weihnachten. Aber das ist derselbe heilige Nikolaus. Aber er wurde ein bisschen in Weihnachtsmann verwandelt. Aber in einigen Ländern Deutschlands gibt es keinen Weihnachtsmann. Es gibt Christkindl dort. Das ist auch eine alte Legende, dass Christkind, das geboren wurde, fliegt im Himmel in der Weihnachtsnacht und er besucht Kinder und bringt Geschenke in die Häuser. Und man stellt Christkindl als ein kleines Kind mit lockigem Haar dar. So eine Tradition auch. Also willkommen. Sie können bei uns auch Weihnachtslieder hören und man wird sie auch intensiv singen in dieser Zeit. Ach so, danke schon für die Einladung. Wir kommen bald. Ja. Es wird interessant.